Bürgers das Stahlnetz um den flachen Gebirgszug gestrickt, aus dem nur eine papierweiße Bergkuppe noch ungeschützt herausragt. Der Schutz vor dem Steinschlag, der von den Wanderungen der Toten im Erdinnern ausgelöst wird, die der heimliche Pulsschlag des Planeten sind, den das Bild meint. Der Schutz mit einiger Aussicht auf Dauer, vielleicht. Denn das Wachstum der Friedhöfe mit dem kleinen Gewicht des mutmaßlichen Mörders auf den Zuständen, des schnell verdauten Vogels im Baum, kann das hier sein. Zerbrochenen Weinglas, in dem noch der Rest einer schwarzen Flüssigkeit schwappt, die auf dem Tisch und über den Rand tropfen, breite auf dem Boden unter dem Tisch in Lachen sich ausbreiten. Der hochnehmende Stuhl davor hat eine Besonderheit. Seine vier Beine sind in halber Höhe mit einem Draht verbunden, wie um zu verhindern, dass er zusammenbricht. Sollen zerschlagen, euer Wachwerk vertiefen und erschlagen sollen mitten unter euch da liegen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Tisch mit dem vollen Fruchtpokal und dem umgestürzten, zerbrochenen Weinglas, in dem noch der Rest einer schwarzen Flüssigkeit schwappt. Und es Herrn Gott geschah zu mir, du Menschenkind, richte dein Angesicht gegen die Berge und weissage gegen die schwarzen Flüssigkeit schwappt, die auf dem Tisch und über den Rand tropfen, breiter auf dem Boden unter dem Tisch und lachen sich ausbreiten.
Weinglas stürzt um. Der Pokal kommt ins Rutschen. Schließt der Würger den Kreis, Daumen an Daumen, Finger an Finger. Bis die Hände der Frau von seinen Armen herabfallen und das leise Knacken des Kehlkopfs oder der Halswirbel das Ende der Arbeit anzeigt. Vielleicht gibt unter dem wieder toten Gewicht jetzt, wenn der Mann seine Hände zurücknimmt, die Stuhllehne nach. Oder... Im Augenblick des Bildes nicht, sondern etwas wie einen Hut gegen das heiße Gestirn, das die Landschaft bescheint und ihr die Farben aussaugt. Was kann seine Arbeit sein? Von dem vielleicht täglichen Mord, an der vielleicht täglich aufersteht. Schlaf im Ärmel, weil er gebrochen ist oder durch eine Fleischwunde gelähmt. Also der Arm ist am Handansatz vom Bildrand abgeschnitten, die Hand kann eine Klaue sein und etwas wie ein Hut. Spät! Which if I then had waked after long sleep will make me sleep again. My reluctance to betray you and my husband has brought me my death. I never saw a woman! And then in dreaming the clouds, methought, would open up. I do not hate you. And show riches. Ready to drop on me. I never saw a woman. And my husband. I never saw a woman. Has brought about my death. That when I waked, I cried to dream again. That when I waked, I cried to dream again. I never saw a woman. I never saw a woman. I never saw a woman! Und Wildfrau, die den natürlichen Feinden der Auferstehung des Fleisches den Wind aufzeigt, bewohnen. Er wird als Sturm in die Falle, der Pfeil der Gardine zeigt auf die Frau. I cried to dream again! Auch der Mörder, vielleicht nur ein Toter im Dienst, die Vernichtung der Vögel sei. Sometimes a thousand twanging instruments! Der lässige Tanzschritt zeigt das baldige Ende der Arbeit an. Will hum about mine ears! I never saw a woman! Vielleicht ist die Frau schon auf dem Rückweg in den Boden. Will hum about mine ears! Sturm, dem and sometimes Samen der Wiedergeburt aus der Explosion der Gebeine. Knochen und Splitter und Mark. Der Vorwand an Wind markiert den Abstand der Teile. Auf denen, vielleicht, wenn auch der Umziehung der Atemluft das Erdbeben sie durch die Haut des Planeten treibt, das Ganze sich zusammenzieht. And then in dreaming, the clouds methought would open and show riches. I never saw a woman! I never saw a woman! Ah! Ah!
I never saw a woman! Other woman? I never Maybe saw a woman! Maybe come your owner. I never saw a woman! Truer to her husband. Could she never be? But happier, perhaps. Eine Geste der Abwehr. Oder? Aus der Sprache der Taubstummen. Die Abwehr gilt einem bekannten Schrecken. Der Schlag, Stoß, Stich ist geschehen. Der Schuss gefallen. Der blutet nicht mehr. Die Wiederholung trifft ins Leere, wo die Furcht keinen Platz hat.